Freunde, seid gegrüßt zu diesem neuen Video. Das ist mal ein anderes Video, das ist ein Reaction-Video zu einem Thema, was uns, glaube ich, alle, die so ein bisschen Reisevideos im Vanlife, Campingbereich unterwegs sind, interessiert. Und deswegen wollen wir uns das mal zusammen hier live angucken. Es ist mir auch selber ein Herzensthema, da mal drauf zu reagieren, weil das wirklich ein schwieriges Thema ist, was er da anspricht. Ich finde gut, dass er das Video gemacht hat. Ich möchte einfach meine persönlichen Gedanken aus nicht nur Zuschauersicht, denn ich selber gucke auch Reisevideos an, sondern auch aus Creator-Sicht, der damit auch sein Geld verdient in irgendeiner Form, mal darlegen. Ich erhebe hier nicht Anspruch auf universelle Richtigkeit, um das klarzustellen. Ne? Das ist einfach nur meine Sichtweise, mein Standpunkt dazu, zu der ganzen Geschichte. Ich versuche das mal ein bisschen mehr zu differenzieren, als er das hier in dem Fall getan hat. Ich glaube, er wollte sich einfach mal Luft machen, was völlig okay ist. Und er hat, glaube ich, aber auch am Ende des Videos gesagt, wenn ich das beim ersten Mal gucken richtig gesehen habe, dass er irgendwo Feedback möchte. Ne? Das mache ich völlig ungeschnitten hier. Also ich schneide hier nichts von mir in irgendeiner Form raus. Und entschuldigt die Störgeräusche. Ich habe gerade ein bisschen Stromprobleme hier, weil die Sonne nicht scheint und es läuft der Notstromer und die ganzen Ladegeräte. So, ich würde mal sagen, wir fangen erstmal direkt mit dem Video an. Vanlife ist voll am Ende. Wie soll das jetzt weitergehen? So habe ich mir das nicht vorgestellt. Wir sind am Ende. Ich glaube, man merkt schon, dass er pisst ist. Enttäuschung pur. Das geht in mir. Und das muss ich jetzt mal loswerden. Und das ist völlig okay und das ist auch wichtig und richtig, dass das jemand tut, der mal ein bisschen mehr Reichweite hat, finde ich. Spulen mal ein Stückchen vor hier. Blog. Um was geht es? Mich nervt seit Monaten, was andere Blogger und Möchtegern-Influencer im Internet so zum Thema Vanlife und Camping verbreiten. Und jetzt ist das Fass einfach mal voll. Es ist mir mega peinlich und wirft ein so beschissenes Licht auf uns, auf Vanfahrer oder Wohnmobilisten, da könnte ich kotzen. Sorry, so Worte nicht. Das sehe ich zum Beispiel überhaupt nicht so. Das ist mega undifferenziert. Das ist einfach nur in dem Moment, glaube ich, einfach eine Frustrede. Ich verstehe seinen Punkt, da gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein. Aber die Aussage ist sehr, sehr undifferenziert. Ne? Aus unheimlich vielen Punkten. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Aber wir gucken erstmal weiter. Nehme ich normalerweise nicht in den Mund, aber das muss jetzt einfach mal raus. Was ist passiert? Nehmt euch mal den oder macht euch mal den Spaß und gebt bei YouTube Vanlife ein und dann lest ihr mal die Überschriften in den Bildern und in den Texten. Zum Beispiel: Warum gerade jeder mit Vanlife aufhört? Scheiß Staat! Das hatten wir uns anders vorgestellt. Warum wir Albanien nicht empfehlen? Die Wahrheit! Ich bin ehrlich, das hätte ich nicht gedacht. 10 Gründe, warum Vanlife scheiße ist. Schock! So ist es wirklich! Vanlife in Indien ist furchtbar! So, also, hier gleich mal eingeworfen. Das ist schon mal der erste Punkt, den ich hier anbringen muss, der einfach richtig Quatsch ist, was er da macht. Ne? Das ist einfach kompletter Quatsch. Ich meine, wir brauchen uns nicht drüber streiten, dass Clickbait scheiße ist, wenn einfach Dinge, die in dem Video passiert sind, das ist Punkt 1, Dinge, die in dem Video eigentlich nicht passiert sind, im Titel und im Thumbnail verwendet werden, dass mehr Leute es anklicken. Was weiß ich, oder es total überspitzen. Zum Beispiel, wir haben uns getrennt, im Thumbnail zu sehen, die beiden Pärchen, also das Pärchen vom Vanlife, und am Ende stellt sich heraus, dass einfach das Haustier weg ist. So, ne? Brauchen wir nicht darüber reden. So, aber was er damit ja zeigen will, ist, wie die Vanlife-Szene dasteht. Und da das Mittel zu wählen, um das herauszufinden, bei YouTube einzugeben, Vanlife, und dann die ersten Suchergebnisse zu nehmen, ist einfach dumm, muss ich sagen. Entschuldigung, also ich will es nicht als dumm betiteln, aber wenn man so vorgeht, ist das irgendwie dumm. Denn aus zwei Gründen. Es gibt die menschliche Schwäche, dass Drama eher angeklickt wird. Das ist so. Das ist auch der Grund, warum man natürlich dann eher die Dinge als Thumbnail oder als Videotitel wählt, damit das Video mehr Reichweite erzielt. Das ist ja erstmal ganz klar. Warum und so weiter und wieso, gehe ich später nochmal drauf ein. Das ist komplexer. Aber erstmal zu dem Punkt, wie er hier vorgeht, um das herauszufinden oder womit er festmachen möchte, dass das so ist, dass das das Gesamtbild ist. Ne? So, wenn ich jetzt zum Beispiel das gleiche Video habe, so, und in dem Video ist zum Beispiel mit der Motor um die Ohren geflogen und ich nehme als Videotitel, die Karre ist Schrott, alles scheiße oder fertig mit dem Nerven oder irgend sowas oder manchmal möchte ich nicht mehr, wie ich es zum Beispiel bei mir gemacht habe, wir gucken uns dann nochmal konkret meine Videos zum Thema Vanlife an, ich sehe mich jetzt auch nicht als Vanlifer, ich mag das Vanlife-Wort an sich auch nicht. Und wir haben auch keinen Vanlife-Kanal. Wir haben halt gerade jetzt eine Phase, wo wir im Auto leben und darüber halt Videos machen. Ne? Deswegen gehe ich da auch mit drauf ein.
So, wenn ich jetzt dasselbe Video habe und ich wähle einmal den Titel, wo der Motor mir um die Ohren geflogen ist, mit einem kaputten Motor als Thumbnail und schreibe rein, ich bin fertig mit den Nerven, weil ich wirklich fertig mit den Nerven war, mal als Beispiel. Manchmal möchte ich nicht mehr, mal sehe den ganzen Schrott da liegen. So, Variante 1, Thumbnail und Videotitel. Variante 2, auch in dem Video gab es schöne Bäume zu sehen, man war nett essen, mal als Beispiel. Es gab schöne Natur, es gab irgendwie einen schönen Morgen. Ich nehme das als Thumbnail und als Videotitel. Dann wird natürlich Variante 1, wo das Problem dargestellt wird, wesentlich mehr Klicks erzielen und auch mehr Watchtime, also die Leute bleiben länger im Video, als das, wo ich irgendwas Schönes in den Titel schreibe. Das ist eine menschliche Eigenschaft, dass dann eher sowas angeklickt wird. Dieses Video erreicht nun natürlich auch viel, 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 viel mehr Aufmerksamkeit für den Algorithmus, weil es ja mehr geklickt wurde. Und was passiert nun, wenn du oben in die Suchzeile VanLife eingibst? Ja, natürlich tauchen dann die Videos auf, die am meisten geklickt wurden. Aber das ist doch nicht das Problem vom Creator in dem Fall. Das ist doch das Problem vom Zuschauer, von uns Menschen. Ich schließe mich da nicht aus, dass wir halt eher so ein Drama-Video anklicken. Ne? Das kann man ja nun nicht dem Algorithmus vorwerfen. Wenn man hier jetzt wirklich sachlich vorgehen möchte und nicht nur rumflaumen möchte, dann muss man auch, wie zum Beispiel jetzt hier genau an dieser Stelle, wo von Laura und Mariano, und das ist ein gutes Beispiel, da steht, VanLife Indien ist furchtbar, muss man auch mal in den Kanal reingehen und gucken, ist das eine Masche, ist das so? Oder muss ich auch die einzelnen Videos angucken? So, bei Laura und Marianus zum Beispiel, die haben so viele Videos, wo halt nicht, wo es nicht um Drama geht, wo einfach nur schöne Kloster und so weiter. Und guckt euch mal auf dem Kanal die Videos an, wenn die schreiben, ein schönes tibetisches Kloster, das hat 8000 Klicks. So, dann steht aber, VanLife Indien ist scheiße oder was weiß ich, dann macht das 20, 30, 40.000 Klicks. Trotzdem ist es bei denen auf dem Kanal zum Beispiel so, dass die nicht nur mit so einem Clickbait versuchen, Klicks zu machen. Ne? So, und so müsste man jetzt in jeden Kanal reingehen, um irgendwie ein Bild zu bekommen, wie ist die Realität wirklich und doch nicht anhand von Suchergebnissen bei VanLife, weil das bildet doch am Endeffekt dann auch nur ab, was die Leute sich angucken und das ist nicht nur der Klick, sondern auch die Watchtime. Also wenn das Video richtig scheiße ist, dann gucken die Leute sich das nicht lange an. Wenn die sich aber lange angeguckt haben, dann hat es denen auch aus irgendeinem Grund gefallen und die sind dran geblieben und haben sich angeguckt. Ne? Also auch von so einem Natur-Landschaftsaufnahmen-Video hast du halt eine viel geringere Watchtime. Also die Leute bleiben viel länger, viel weniger lang im Video, also gucken nur kurz rein, springen mal kurz durch, klicken es auch viel seltener an. Natürlich zeigt das der Algorithmus nicht an, wenn du VanLife googelst. Ne? Also so viel zum Thema Vorgehen, wie er das jetzt herausfindet und daran festmacht, ist einfach Quatsch. Ne? Anna verlässt mich. Angst vor dem, was kommt. Wir machen immer denselben Fehler. Ich könnte jetzt hier stundenlang weitermachen. Solltest du vielleicht mal tun, weil wenn dann irgendwann die ganzen Drama-Videos durch sind, dann kommen auch nämlich die anderen. Zum einen frage ich mich dann immer, wer guckt sich das denn an? Ist das die RTL-Mittags? Ja, wer guckt sich das an? Ja, die ganz normalen Menschen gucken sich das an, breit gestreut durch die Masse. Ne? Die klicken ja nicht drauf, weil sie müssen. Sondern weil die Leute es interessiert, wie bei der Bild-Zeitung. Es kaufen sich die Leute doch nicht die Bild-Zeitung, wo auf dem Bild ist von einem Berg, wo steht, wie schön der ist. Die kaufen sich die Bild-Zeitung, weil da irgendein Drama drauf ist, ne? Weil irgendwelche Probleme gezeigt werden, irgend sowas. Deswegen machen das Menschen. Und das ist kein Problem von einer kleinen Gruppe Menschen. Ganz im Gegenteil, das ist das, was heißt ein Problem? Es ist eine menschliche Eigenschaft von den allermeisten von uns, mehr oder weniger. Das muss man erstmal als Realität anerkennen. Das ist eine ganz normale Eigenschaft, ne? Also da die Schuld beim Creator zu suchen, ne? Alleinig, der macht das Spiel im Prinzip nur mit und den Zuschauer als Problem für das, was er als Problem sieht oder mit als Grund für das Problem, was er sieht, auszublenden, ist nicht so klug, ne? Oder da so zu tun, als würde es die Menschen nicht geben oder so unverständnisvoll zu wirken, ne? Weiß ich nicht, ne? Klientel, und was sagt das eigentlich über euch, die ihr diese Filme macht, aus und wie stellt ihr denn damit uns, also alle anderen Camper eigentlich? Finde ich totalen Quatsch. Wie stellt man damit denn alle Camper dar? Also erstens mal, er lässt den Punkt des Zuschauers, der damit auch ein Teil des Problems ist, komplett weg. Den beachtet er gar nicht, das versteht er gar nicht. Ne? Aus meiner Perspektive heraus ist nur meine Perspektive, versteht er das überhaupt gar nicht. Ne? Für mich ist das unverständlich, dass er diesen Mechanismus nicht versteht, muss ich ganz klar sagen. Ne? So, und der nächste Punkt, den er gerade sagt, wie lassen denn die Leute, die solche Videos damit denn machen, diese VanLife-Szene dastehen? Und ja, ich finde Videos auch scheiße, wie gesagt, wo wir haben uns getrennt und dann ist nur das Haustier weg. Das ist doch totaler Quatsch. So, das entscheidet sich doch, wie die VanLife-Szene, die Camper-Szene dasteht, wenn das Video geguckt wurde. Das ist doch erstmal nur für Leute interessant, die selber Weltreise-Content, VanLife-Camping-Content gucken,
auf YouTube und der Algorithmus das weiß und den Leuten dann solche Vorschläge macht. Und dann tauchen diese Titel und Thumbnails auf. Dann klickt derjenige da drauf, die meisten, also sehr viele klicken drauf, deswegen haben die Videos diese Klicks. Und dann, wie man dasteht, wie die Camping-Szene dasteht, entscheidet sich nicht anhand vom Thumbnail und vom Videotitel, sondern über den Inhalt des Videos. Und wenn halt ein Kanal, der Inhalt im Video scheiße ist, dann wird das Video auch nicht weiter geklickt werden. Es wird signifikant die weiteren Videos an Zuschauerzahlen verlieren. So Clickbait, sag ich mal, funktioniert ja nicht, wenn du nicht lieferst. Wenn du immer nur lügst im Thumbnail und immer nur Unwahrheiten zeigst, guckt das sich am Ende kaum noch jemand an. Die Klickzahlen gehen runter. Also muss ja auch in dem Video ein Mehrwert gewesen sein, dass Leute sich das in weiterführenden Videos wieder angucken, den Kanal abonnieren, lange am Video dranbleiben und so weiter. Und es ist dann ja meistens so, dass in dem Video ganz viele Sachen vorkommen. Nicht bloß das, was im Thumbnail und im Video genommen wurde, damit möglichst viel Interesse für das Video geweckt wurde, sondern es kommen ja ganz viele Dinge vor. Ne? Und dieser Gesamtinhalt entscheidet am Ende, wie die Vanlife-Szene dasteht, wie die Camping-Szene dasteht und nicht das Thumbnail und der Videotitel. Denn Leute, die damit nichts zu tun haben, solche Videos prinzipiell nicht gucken, kriegen die auch gar nicht vor. Geschlagen. Die sehen nicht mal das Thumbnail und den Videotitel halt. Ne? Maximal, wenn sie dann danach googeln, weil sie irgendwie daran Interesse haben. Aber dann bleiben die Leute ja meistens auch bei einem Kanal irgendwo hängen oder bei mehreren und gucken sich mehrere Videos an. Und dann komplettiert sich das Bild halt. Ne? So. Und nicht nur anhand von irgendwelchen Titeln so. Und also es gibt da verschiedene Videos, aber es gibt ganz, ganz viele Videos, die wirklich trotz einem reißerischen Titel, was ich verstehen kann, dass man das tut, einen sehr guten Mehrwert, einen sehr guten Unterhaltungswert und auch sonst richtig gute Werte mit sich bringt. Ne? Das entscheiden dann aber natürlich am Ende die Zuschauer mit der Zeit, die sie in den Videos investieren, mit den Kommentaren, mit den Likes und so weiter. Und nicht irgendeine außenstehende Instanz halt so. Ne? Ich da. Jemand, der nicht kennt, der muss doch bei sowas denken, absolut unfähig und planlos. Das muss man doch vorher planen und checken. Oder könnt ihr euch heute nicht mal mehr selber helfen? Früher haben wir... Ja, bei dem Punkt bin ich bei ihm. Also wenn jetzt jemand wirklich, der damit nichts zu tun hat und danach sucht und dahin geht, dass der dann erstmal diesen Eindruck bekommen könnte, definitiv, ohne Frage. Das ist ein Ding, was real ist. Aber wie gesagt, das ist jetzt aus meiner Sicht nicht das Kernproblem beim Creator, sondern würden sich die Zuschauer halt, und es gibt genug Vanlife-Videos und Camping-Videos, wo es nicht darum geht, also wo nicht das, also was heißt genug? Es gibt ein paar, ne? Die allerwenigsten wählen mit Absicht die Punkte in einem Video, die passiert sind, damit möglichst wenig angeklickt wird. Das machen die wenigsten. Die es machen, warum auch immer, die Videos gibt es ja auch. Und würden die Leute dann halt eher sowas anklicken, sich eher sowas bewusst raussuchen und da die Klicks und die Watchtime investieren, würden dann auch in den Suchergebnissen dann solche Videos mit oben stehen halt. Ne? Also auch hier ist mit der Zuschauer in der Pflicht. Also ich verstehe halt immer nicht die Zuschauer, die sich darüber aufregen, aber Teil des Problems sind, und zwar ein großes Teil des Problems. Ne? Das ist halt ein bisschen Doppelmoral, finde ich. Camper uns als MacGyver verstanden. Was nicht geht, wird gehend gemacht. Und ich behaupte, das machen alle von euch noch immer so. Geht nicht? Klebeband, Rohrzange, Schraubenzieher, ja, und dann schauen wir mal. Und wenn ich es alleine nicht hinbekomme, ja, dann frage ich halt meinen Nachbarn. Und wenn das Wetter schlecht ist, ja, dann... Ja, natürlich, die Leute wissen sich auch selbst zu helfen, aber wenn halt was im Video passiert ist, was weiß ich, ist was am Auto kaputt gegangen, dann ist das völlig verständlich, dass sie das halt auch in dem Video, wenn das halt das Dramatischste ist oder das Interessanteste sein könnte für die Zuschauer, dass sie das dann halt im Videotitel und Thumbnail letztendlich verwenden halt. Ne? Das heißt ja deswegen nicht, dass sie sich selbst nicht helfen können. Es gibt welche, die das wirklich übelst ausnutzen, ne? Aber die werden dann irgendwann auch nicht mehr geguckt, ne? Und ich glaube, die allermeisten Kanäle, die wirklich signifikante Klickzahlen erreichen, konstant, die haben da irgendwo eine Balance, einen Mittelweg gefunden. Man darf immer nicht vergessen, so Videos zu machen, ist Riesenaufwand im Verhältnis zu dem, was man verdient. Wenn du jetzt dann, sag ich mal, noch extra das Langweiligste auswählst, nur damit du gut dastehst, ohne Clickbait und was weiß ich nicht alles, dann lohnt sich der Spaß nicht mehr. Dann machst du es irgendwann nicht mehr. Dann gibt es auch diesen Content irgendwie nicht mehr, ne? So, es ist wie am Markt halt, ne? Am Ende entscheidet der Markt, was geguckt wird. Und wenn der Markt halt sagt, die Zuschauer dann zum Beispiel auch in dem Fall, ich klicke mir halt lieber das Drama-Video an, als das, wo die schönen Berge zu sehen sind. Ja, das ist doch klar, dass der Creator, der damit Geld verdient, das versteuern muss, ein Gewerbe hat. Und das geht los ab dem Punkt, wo du 100 Euro im Monat verdienst. Du brauchst dann ein Gewerbe. Du musst das alles ordentlich anmelden halt, ne? Und an einem gewissen Punkt entscheidest du dich als Creator, okay, ich habe jetzt gerade die Chance, ich könnte damit mit dem, was ich liebe, was ich gerne tue mit meinem Hobby, könnte ich vielleicht sogar meinen Lebensunterhalt bestreiten. Und ganz ehrlich, Real Talk, wer von euch würde diese Chance nicht nutzen? Die allerwenigsten von euch würden die Chance, wenn sie sich wirklich darbieten würde, nicht nutzen, das zu tun. Ne? Und natürlich tust du dann
dein Video so interessant wie möglich machen, damit es sich die Leute halt auch anklicken. Aber es muss da halt auch ein Mittelweg gefunden werden. Aber wie gesagt, ich glaube, dass die allermeisten das letztendlich tun. Dann halte ich das aus oder fahre woanders hin. Und wenn der Nachbar ein Miesepeter ist, dann wird das geklärt oder ich fahre weiter. Hey, was ist mit euch los? Wir sind doch keine Waschlappen. Ich erlebe niemanden, der so ein Drama aus der kleinsten Mücke macht. Und was mich am meisten ärgert, da werden Behauptungen für ganze Regionen aufgestellt, die ein einziger erlebt hat und für allgemeingültig erklärt wird. Ein Beispiel: England ist eine Katastrophe. Ich kann nirgends stehen, hier gibt es keine Parkplätze und wir müssen teure Campingplätze ansteuern. Ja, du Billigheimer, das weiß man, bevor man nach England fährt. In England ist alles eng an eng und es gibt keinen Wanderparkplatz. Und wenn es Parkplätze gibt, sind die privat und das Campen ist verboten. Who cares? Dann geht man auf die offiziellen Plätze und bezahlt seinen Obolus. Das ist meist 20 Pfund, 30, 40 und vom Campingplatz und die sind ausnahmslos super. Ja, das mag durchaus sein bei dem Punkt und ja, man könnte sich besser informieren und was weiß ich nicht alles da. Es gibt bei mir auch definitiv Lücken, ne? Also ich bin auch eher relativ naiv. Ich sage, oh, ich würde gerne mal dahin fahren, fahr hin und dann erlebe ich erst, wie es ist, ne? Ich finde, da muss dann bei sowas die Balance sein, ne? Wenn dann ganz England zum Beispiel in dem Fall scheiße dasteht und zwar in allen Videos, geht da nicht nur um ein Video, sondern wenn jetzt halt in dieser Video-Episode, ne, in diesem Videoteil, es halt scheiße war, einen das aufgeregt hat, das für einen persönlichen Problem war und man das dann auch so im Video kommuniziert und wenn das halt ein Kernproblem war in dem Video, dann ist es auch durchaus sinnvoll, das als Thumbnail, beispielsweise das Parken jetzt, wenn man keine Freistehplätze findet und das für einen persönlichen Problem ist und das halt über Tage hinweg ein Problem war und damit auch ein Großteil von dem Video einnimmt, macht das auch Sinn, das im Videotitel zu erwähnen und das dann auch dementsprechend anzupassen. Aber es muss dann zum Beispiel auch, wenn man Dinge an England dann als Camper zum Beispiel beim weiteren Durchfahren schön gefunden hat, muss das dann natürlich dann auch in einem weiteren Video Beachtung finden. Wenn es das nicht gab, weil man es persönlich wirklich einfach scheiße fand, finde ich es nicht verkehrt, das so darzustellen. Ne? Wenn man einfach die Situation in seinem Camper in England zum Beispiel scheiße findet, ich fand es da nicht so scheiße, ehrlich gesagt, wir haben da keine Probleme gehabt, freizustehen. Ich habe eh meistens, außer hier in Pakistan, auf der Welt bisher keine Probleme gehabt, irgendwo freizustehen. Das war jetzt bis jetzt nie ein Problem, aber das ist ein anderes Thema. Aber wenn jetzt irgendeine Person es scheiße fand, ja, warum soll die das dann nicht so in einem Video kommunizieren dürfen? Diesen geschmierten Vanlife-Scheiß zum Beispiel, den kann ich überhaupt nicht leiden. Da gibt es genug Videos, wo immer alles schön ist. Zwischen den Paaren ist immer alles super, in den Ländern ist immer alles super, die Leute sind super, alles super. Das finde ich viel beschissener, als das auch ab und zu mal, und das ist, glaube ich, viel mehr ein Problem bei Vanlife-Videos, dass immer alles super und schön ist, die Pärchen sich immer lieben und lieb haben und ist immer alles toll. Ich glaube, das ist viel mehr ein Problem in der Realität. Wenn man sich die Videos wirklich alle anguckt und auch den Kanal komplett anguckt, als dass da irgendwo, wenn was scheiße gelaufen ist, das dann dargestellt wird. Ne? Weil es ist eine menschliche Eigenschaft, das kann ich aus Video-Creator-Sicht berichten, ne? Dass man vor allem in der Anfangsphase eher die Kamera in die Hand nimmt, wenn was Tolles passiert, wenn es gut ist und man es freudig erregt. Und wenn irgendwas Beschissenes passiert, wo es einem schlecht geht, fällt es einem viel schwerer, die Kamera in die Hand zu nehmen. Ne? Da muss man sich manchmal richtig dazu zwingen. Ne? Vor allem jetzt hier, wir haben gerade auch wieder so ein paar Beziehungsproblemchen, ne? Und mir ging es euch der Durchfall, fiel mir total schwer, die Kamera in die Hand zu nehmen und das den Leuten ehrlich zu erzählen. Ja, und wenn das halt auch passiert, verwende ich das natürlich auch mit im Videotitel, aber nicht mit der Absicht. Ich mache die Aufnahme nicht mit der Absicht. Aber wenn das halt ein Punkt ist, wo ich weiß, dass es viel interessiert, verwende ich das doch natürlich im Videotitel und nicht das Flussbett hier, was total schön ist und sowas. Da wäre ich doch dumm, ne? So, also es ist doch einfach, die Zuschauer wollen es ja, ne? Das darf man halt bei der ganzen Sache auch immer nicht vergessen. Ganz selten mal 5 Pfund am Papp oder auf einem privaten. Und wenn halt derjenige, der Camper England scheiße gefunden hat, komplett, ob das nur gerechtfertigt ist, aus welcher Perspektive auch immer oder nicht, das sei dahingestellt. Und natürlich dürfen das auch Leute dann unter den Videos kritisieren. Das ist alles völlig okay. Aber wenn jemand das scheiße fand, dann soll er es auch darstellen dürfen. Wenn er es nicht scheiße fand, dann muss es aber auch, finde ich, ehrlich, also ich finde, es geht einfach darum, dass man dabei ehrlich ist, ne? Dass man es wirklich so zeigt, wie man es erfahren hat. Egal, ob es gut oder schlecht ist. Es geht nicht darum, was Gutes oder Schlechtes darzustellen auf Krampf. Ich finde, wichtig ist, es ehrlich darzustellen, so wie man es erlebt hat, ne? Ne? Also innerhalb des Videos, was man im Thumbnail und im Videotitel verwendet, damit mehr Leute auf das Ding klicken, ist, wie gesagt, ein bisschen schwierigeres Thema und das ist eine sehr sensible Frage. Aber der Inhalt des Videos ist am Ende entscheidend, ne? Und wenn ein Camper in England es total super fand, dann soll der das genauso darstellen dürfen. Ne? Was er im Prinzip hier fordert, man hätte sich wohl besser informieren dürfen und vielleicht gar nicht erst hinfahren dürfen, damit das Video gar nicht erst so in der Form entsteht. So verstehe ich das zumindest. Das kann jetzt auch nicht der richtige Weg sein. Ne? Ein Parkplatz. Mülleimer gibt es auch nirgends, weil jeder seinen Müll mit nach Hause nimmt. Ja, und dann kommt der Billig-Van-Fahrer
der seinen Müll nicht irgendwo entsorgen kann. Oh Schock, wir werden den Müll nicht los. Ja, deswegen gehst du auf einen Camping- oder Stellplatz. Na gut, also solche Videos wie, oh Schock, ich werde den Müll nicht los, habe ich jetzt persönlich noch nicht gesehen. Aber wenn man im Video halt mal erzählt, es ist irgendwie scheiße, man kriegt den Müll nicht los, gibt keine Müllentsorgung, keine vernünftige und so weiter. Ja, wo ist da das Problem? Da hast du entsprechende Infrastruktur. Aber dafür eine ganze Region und ein ganzes Land als Mist zu deklarieren, wirft eigentlich ein ganz schlechtes Bild auf dich als Blogger. Das ist halt die Frage, ob man das dann wirklich tut. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel ein Video reinschreibt, wir finden keine frei, also wenn man direkt reinschreibt, England ist scheiße, ist das schwierig, ja. Wenn man aber zum Beispiel jetzt reinschreibt, England, Vanlife oder Camping ist für uns schwierig, finde ich das zum Beispiel wieder okay. Es kommt da, glaube ich, auf die Feinheiten an. Ne? Man muss da wirklich aufpassen, wie man das formuliert. Wenn aber unterm Strich im Video wirklich ehrlich gezeigt wird, wie man es empfunden hat, dann, wie gesagt, dann finde ich es völlig okay. Wenn jemand das halt scheiße findet, findet es scheiße. Wenn er es gut findet, findet es gut. Ne? Wenn man es künstlich scheiße findet, um damit Klicks zu machen, ist natürlich nicht gut. Sorry, zu doof, einen Reiseführer zu lesen oder sich vorab zu informieren? Oder die Fraktion, die ihr Vanlife aufgibt und... Gut, das wird uns auch oft vorgeworfen, ihr hättet euch besser informieren müssen. Ja, man hat halt eine gewisse Vorbereitungszeit und da ist auch was dran. Man könnte sich definitiv besser informieren, dann würde einem vielleicht die eine oder andere Überraschung erspart bleiben. Das war wie beim Kauf des Autos. Ich bin da auch eher ein naiver Mensch und denke mir, ich will es dann einfach erleben. Ich werde es ja sehen, wie es ist. Die wichtigen Dinge, was das Fahrzeug angeht, was Visums angeht, dass man überhaupt in die Länder reinkommt und so weiter, das muss man machen. Dann braucht man sich nicht beschweren, wenn man nicht reinkommt. Aber ich muss mich nicht jetzt über jedes Detail informieren. Wo steht ein Mülleimer? Wie sieht der aus? Ne? Wie sind die Menschen? Ein bisschen was willst du halt auch irgendwo erfahren und erleben. Ne? Natürlich braucht man sich dann darüber nicht beschweren, dass es so ist. Aber wenn man einfach sagt, man findet es scheiße, ist das nicht unbedingt eine Beschwerde. Werte, sondern es ist eine Beschreibung des Zustands, finde ich. Es ist eine Beschreibung der Gefühle, wie man es erlebt hat. Das ist ja nicht per se nur sich beschweren darüber, sondern einfach darstellen, wie man es erlebt hat in seiner eigenen Situation. Das hat was, finde ich, auch mit Authentizität und Realität zu tun. Wie gesagt, extra konstruieren ist scheiße, aber die Realität, die eigene persönlich erlebte Realität wiederzuspiegeln, finde ich völlig okay. Und natürlich dürfen die Zuschauer dann auch das gut oder schlecht finden. Das ist ja logisch, ne? Und ein Haus kauft und Dumm und Dümmer sich vor der Kamera präsentiert. Hey, nur noch peinlich. Und die, die ihr Leben zu Hause aufgeben und viel Wind und einen Haufen Videos dazu machen. Wir geben alles auf. Wir ziehen ins Wohnmobil und am Ende stellt sich raus, dass es um eine Reise von einem Jahr oder sogar 3 Monaten geht. Hey, es gibt wirklich interessante Menschen, die dauerhaft im Wohnmobil leben. Manche packen das auch viele Jahre. Gut, was man hier halt sagen muss, jede gelebte Realität ist anders. Also er tut jetzt ja seine Maßstäbe, was interessante Menschen sind und was nicht, sehr allgemein, da sag ich mal, darstellen. Also das, was die Menschen, die er interessant findet, das macht er, es wirkt so, als wäre das allgemein, als müsste das allgemeingültig so sein halt. Ne? Weil jeder empfindet das doch anders. Ne? Jemand, der, wo ich das erste Mal im Wald geschlafen habe, zum Beispiel alleine auf dem Boden, das war für mich erlebt. Der Horror, ne? Nach dem 100. Mal war es quasi Normalität. Ne? Und wenn man jetzt in der jeweiligen Situation Videos darüber machen würde, würde das natürlich auch da dann anders rüberkommen, weil Menschen sind halt einfach unterschiedlich. Ne? Also da jetzt pauschal zu sagen, die Menschen, die Videos so machen, machen das nur, um Clickbait zu machen und nicht, weil sie es vielleicht wirklich so erlebt haben. Dafür müsste man sich ganz konkret die einzelnen Videos vorknöpfen. Halt, ne? Ich verstehe das, dass er ja angepisst ist, aber es ist insgesamt aus meiner Perspektive eine sehr einseitige Betrachtungsweise, die natürlich bei den Zuschauern relativ viel Anklang findet, weil die meisten davon selber kein Content in irgendeiner Form machen. Und unter solchen Videos versammeln sich dann natürlich auch viele Hater und so weiter, die dann am Ende aber trotzdem die Drama-Videos angucken, ne? Also meistens zumindest. Ich habe aber auch ganz viele erlebt, die dann still und leise wieder ins normale Leben zurückgekehrt sind. Da wird dann aber selten so ein Bauhai draus gemacht. Da bin ich bei ihm. Also wenn man, da bin ich bei ihm. Wie gesagt, ich habe gerade schon mal erwähnt, wie schwer das ist, die Kamera in die Hand zu nehmen, wenn einem was Beschissenes passiert ist und das ehrlich zu kommunizieren in der Öffentlichkeit. Das ist viel schwerer, als zu sagen, ey, ist alles geil. Das ist viel schwerer. Also ich bin dann auch bei ihm und das finde ich, deswegen, das meine ich von so einem geschmierten Vanlife und ich versuche das umzusetzen, so gut wie ich kann, auch mal Aufnahmen von mir reinzunehmen und mich zu zeigen, wie ich wirklich bin. Ne? Egal wie beschissen das ist, also wie beschissen ich mich selbst gerade finde, während ich das Video schneide. Aber ich lasse es drin, weil ich möchte gerne die Realität mit zeigen, was ich halt wirklich bin. Ich möchte mich nicht konstruieren und hinstellen, wie ich nicht bin. So, und wir machen ja auch Livestreams, da sieht man sehr deutlich, wie ich bin. Ich kriege dafür auch gut aufs Maul, zu Recht oder zu Unrecht sei dahingestellt.
aus meiner Perspektive schon sehr oft zurecht, ne? Weil ich sehe mich ja selber auch manchmal, wie ich bin. Aber erstmal egal, wie ich bin oder wie ich nicht bin, das ist ja nicht Thema. Es geht mir darum, dass ich in dem Fall Ihnen wirklich zustimmen muss, dass es wichtig ist, dass man beide Seiten zeigt. Dass man da hat man, finde ich, eine riesengroße Verantwortung. Das ist die größte Verantwortung, noch viel größer als das Problem, was er hier darstellt, ist, dass man ehrlich ist und dass man authentisch ist. Wenn ich unterwegs bin mit einer Partnerin und durch die Welt reise, Camping, Vanlife mache und ich zeige nur die schönen Berge, aber erzähle nichts von der Beziehung, wie beschissen die in dem Moment ist, ne? So, dann ist das ein Riesenproblem und das ist richtig verwerflich, finde ich. Das ist viel verwerflicher, als Thumbnail zu nehmen, hier, unser Motor ist kaputt, alles scheiße, wir geben auf, ne? Das finde ich viel verwerflicher, ne? Also, und egal, ob das jetzt die Beziehung oder was auch immer, das Negative, was scheiße gelaufen ist, wo man weiß, so dieses, wo andere sich die Hände reiben, manche und sich denken, das muss man auch mit öffentlich kommunizieren, was man erlebt, wenn man so eine Videos macht. Ich finde, da sind wir als Video-Creator in der Pflicht, ne? Und das ist eine Riesenverantwortung, weil die wenigsten wollen im schlechten Licht dastehen, öffentlich, ne? Und man hat es nun mal als derjenige, der die Kamera in der Hand hat, in der Hand, wie ich nach außen hin wirke und vor allem beim Videoschnitt, was ich rausschneide und was ich drin lasse. Ich kann exakt die Leute so manipulieren mit meinem Videoschnitt, wie ich das haben möchte, ne? Da ist die allergrößte Verantwortung drin und nicht im Thumbnail und im Videotitel, ne? Weil wenn jetzt, wie gesagt, 10 Videos gibt mit einem übelsten Clickbait-Titel und 10-mal wird im Video nicht das erfüllt, was da drin ist, dann guckt das sich irgendwann keine Sau mehr an. Ne? Also es muss da der Mittelweg gefunden werden. Wie beim Einzug ins Wohnmobil. Was ich aber eigentlich damit sagen will, mancher fährt jetzt mal 3-4 Monate oder gar ein Jahr durch die Lande, aber es wird so getan, als hätte man alles hinter sich gelassen, um sich auf eine Stufe mit diesen Weltreisen zu stellen. Woher will er das wissen? So, ne? Das ist in seiner Wahrnehmung so. Aber für die Leute, die alles hinter sich lassen, für die ist das vielleicht so. Also ich weiß jetzt nicht, was er jetzt konkret meint. Aber ich finde das ein bisschen, wie er sich hier hinstellt in dem Moment, als ob nur er das beurteilen kann halt. Ne? Also für die Menschen, die den Schritt gehen, wie gesagt, ist das vielleicht auch in dem Moment so. Wie gesagt, wenn du das erste Mal im Wald schläfst, das ist für dich viel dramatischer, als wenn du das 100. Mal stehst halt, ne? Wenn du 10 Jahre unterwegs bist, dann bist du den ganzen Scheiß gewohnt. Wenn du das erste Jahr unterwegs bist, ist das eine Vollkatastrophe, ne? Also da jetzt pauschal zu sagen, dass die Realität, so wie die Leute das in irgendwelchen Videos, die er ja nicht mal genau nennt, darstellt, dass das irgendwie nur Clickbait ist und nicht vielleicht wirklich ihre erlebte Realität war, die sie dann so darstellen, da muss er dann schon ein konkretes Video nehmen. Also er schert hier ziemlich viel über einen Kamm, finde ich. Ne? Und man müsste hier, wenn man das wirklich sich ernsthaft genau angucken will, mehr in die Tiefe gehen. Wie gesagt, ich verstehe aber, er möchte sich einfach mal Luft machen lassen über einen Punkt, den wirklich sehr viele wahrscheinlich stören. Aber das ist nicht das gesamte Bild, das ist nur ein Teil davon. Das sind ein paar Puzzlestücken vom gesamten Camping, Blogger, Vanlife, Influencer, bla bla Bild. Halt, ne? Und deswegen ist mir das auch wichtig, hier mal aus meiner Perspektive was dazu zu sagen. Und wie gesagt, ich bin ja, was das Grundding angeht, bei ihm. Aber ich mag an diesem Video die Undifferenziertheit überhaupt nicht halt. Ne? Diese extrem einseitige Betrachtungsweise. Bestellen. Ich weiß gar nicht warum. Selbstvermarktung bis zum allerletzten oder was? Aber wenn ich die Klickzahlen... Selbstvermarktung bis zum Letzten. Also es gibt natürlich Leute, die wollen aus allem ein Maximum rausziehen. Dann finde ich aber zum Beispiel Product Placements, wo man für jeden Scheiß Werbung macht, viel verwerflicher. Ich habe mich vor ein paar Jahren dagegen entschieden, weil ich gemerkt habe, okay, man ist dann halt netter zu der Firma und zu dem Produkt, wenn du dafür ein paar Tausend aufs Konto kriegst. Deswegen mache ich das seit vielen Jahren nicht mehr. Habe ich nur in der Anfangszeit mal gemacht. Ne? So, aber wie gesagt, du verdienst nicht viel mit YouTube-Werbung. Und wenn du dann halt noch deine Videos extra so machst, damit sie moralisch nach seiner Weltanschauung korrekt sind, dann wirst du damit fast gar nichts mehr verdienen. Dann musst du dir überlegen, als Content Creator, kann ich das überhaupt noch machen? Ne? Zeittechnisch und so weiter. Will ich das überhaupt noch machen? Ne? Und verabschiede ich mich von der Chance, damit eventuell meinen Lebensunterhalt zu verdienen? Ne? Also das sind da mehrere Komponenten. Es gibt welche, die machen das wirklich rein aus Hobby. Ne? Aber die allermeisten merken dann, ich kann damit Geld verdienen. Und wenn sie nicht gerade reich sind, ist das für die halt eine gute Chance, ihre Träume zu verwirklichen und so weiterzuleben und damit Geld zu verdienen. Das kann man den Menschen nicht verwerfen, dass sie das versuchen zu leben und umzusetzen. Weil ich glaube, wie gesagt, die meisten von euch würden das in der Situation genauso machen. Und dass man dann, wie gesagt, das Aushängeschild für sein Video möglichst interessant zeichnet und nicht uninteressant zeichnet, ist auch klar. Und wie das Schild aussieht, ist nicht nur abhängig vom Creator, sondern, und da kann ich mich nur wiederholen, weil das so wichtig ist, da kann sich auch kein Zuschauer von euch, die wenigsten von euch freimachen, sondern auch vom Zuschauer, was er sich anschaut, wo er seine Zeit rein investiert. Ne? Das ist ganz wichtig an dem Punkt. Hier sehe, da sind dann Tausende und die leiden offenbar mit, zumindest 2 Minuten,
Bis dann rauskommt, dass die große Katastrophe aus angebrannter Suppe besteht. Ja, aber das ist halt Bullshit. Diese Videos gibt es auch, ja, aber das ist so ein Teil von so viel. Und die werden irgendwann nicht mehr geklickt, weil der Algorithmus schlägt die Videos anderen Leuten nur dann vor, wenn die eine gewisse Klickzahl haben und Watchtime, also die Leute lange im Video geblieben sind. Nur dann schlägt der Algorithmus das vor. Ein Video, was wirklich scheiße ist, wo wirklich Clickbait ist, was weiß ich, es ist wirklich richtiger Müll. Und die Leute merken das und gucken das nicht an, dann wird das von Video zu Video weniger und der Algorithmus sieht, okay, die Leute haben das zwar angeklickt, da die waren ja nur 5 Minuten drin von 30, scheint nicht so geil zu sein, ich schlage lieber dem nächsten Zuschauer was anderes vor. Das ist die Realität, so funktioniert der Algorithmus. Der Algorithmus schlägt keinen Schrott vor. Der Algorithmus, also der schlägt auch sicherlich mal Schrott vor, aber der Algorithmus ist da, was das angeht, unemotional. Der schlägt die Videos euch vor, die oft geklickt wurden und wo die Zuschauer lange drin waren, worum auch immer. Das ist die Realität. Ein Video, was nicht oft geklickt wird und wo die Menschen nicht lange geguckt haben, wird euch auch nicht vorgeschlagen oder sehr viel seltener oder sehr viel weiter unten. Ein Video, was viel geklickt wird, aber ganz wenig Watchtime hat, wird dann zwar vielleicht ein bisschen eher weiter oben angezeigt im Ranking, aber trotzdem nicht so weit oben wie die, die auch noch eine hohe Zuschauerbindung, also Watchtime haben, also was die Leute wirklich an Zeit im Video geblieben sind halt. Ne? Also ist nicht korrekt so aus meiner Sicht. Oh Mann, wenn es wenigstens ernsthafte Probleme wären und um deren Lösung ging. Wie gesagt, was man echt als Problem selber empfindet und nicht, kann er hier nicht aus seiner Perspektive, er kann nicht sagen, wie die Leute sich wirklich in dem Moment gefühlt haben. Und wie gesagt, ich habe es ja nur schon ein paar Mal gesagt, ich glaube, dass die Leute, die wirklich aus einer Mücke einen Elefanten machen, jetzt nicht die Mehrheit ist, ne? Weil das wären die Videos, die irgendwann nicht mehr geguckt werden würden. Ne? Also auf Kanalsicht und global auf YouTube gesehen. So. Erst habe ich mich genug aufgeregt. Liebe YouTuber, ich bin mir sicher, ich gelte nun als Nestbeschmutzer, aber wie wäre es mal wieder mit positiven Beispiel? Auf gar keinen Fall würde ich ihn jetzt hier in dem Fall als Nestbeschmutzer oder irgendwas sehen. Er hat sich einfach Luft gemacht, dafür ist das da. Das ist seine persönliche Meinung dazu zu dem Thema. Die hat definitiv, wie jede Meinung, finde ich, irgendwo seine Daseinsberechtigung. Die akzeptiere ich definitiv auch. Und jeder muss eine andere Meinung akzeptieren und tolerieren irgendwo auch. Aber ich muss ihn nicht gut finden und ich kann meine persönliche Meinung dazu äußern. Das war mein Sinn von dem Video. Ich wollte jetzt hier nicht irgendwie gegen ihn schießen oder ihn heten, sondern einfach meine Sichtweise, was das angeht, nochmal darlegen. Und natürlich hat seine Sichtweise seine Daseinsberechtigung. Ich finde halt, wie gesagt, nur, es ist sehr, sehr einseitig und mehr so, ich kotze mich aus Video und nicht ganz gerechtfertigt. Und den dazugehörenden Überschriften, was super läuft oder wie man ein echtes Problem, also nicht ein verstopfter Siphon, sondern ein wirklich den gesamten Urlaub gefährdendes Problem gelöst hat. Ja, das wird das, was er meint, aber das ist ja seine Betrachtungsweise. Ne? Für den einen ist der Siphon vielleicht ein Problem, wo sie am Ende sind damit. Es gibt halt Menschen, die verzweifeln, an einem Nagel den in die Wand zu schrauben. Und für den anderen ist es kein Problem, den kompletten Motor auseinanderzunehmen und wieder zusammenzubauen. Ne? Das wird nicht mal im Video erwähnt vielleicht oder irgendwo, weil es einfach kein Problem ist. So, ne? Aber Menschen sind unterschiedlich halt. Ne? So, weil das für ihn jetzt so ist, von der Empfindung her, heißt das nicht, dass die anderen das genauso empfunden haben müssen, als es ihnen passiert ist halt. Ne? Aber ja klar, das Siphon-Beispiel, wenn es wirklich so in der Realität ist, nicht gut. Wie man sich geholfen hat oder wie einem geholfen wurde oder jemandem helfen konnte, wäre doch auch mal was. Und nicht dieses... Und was er hier futtert, sage ich mal gerade, das ist auch in den allermeisten Videos, glaube ich, der Fall. Ne? Also von den Extrembeispielen, von denen er hier redet, also auch wenn er jetzt durch seine Liste, die er am Anfang gezeigt hat, mal durchgeklickt hätte, hätte er auch festgestellt, dass das ganz oft in den Videos so ist. Ne? Das sind, wie gesagt, die allerwenigsten Videos, wo einfach mit Clickbait, der nicht so tatsächlich im Video passiert ist, das sind nicht viele Videos. Ne? Weil, wie gesagt, die würden auch unter Versenkung verschwinden. Ewige Gejammer, nur um Klicks zu generieren. Wenn eure Roadtrips so beschissen sind, dann lasst es doch am besten. Wie gesagt, Laura und Mariano in deiner Liste war da oben mit drin. Die haben halt Indien scheiße gefunden. Indien ist auch mit dem Camper scheiße. Jeder sagt das, den wir unterwegs getroffen haben. Mal konkretes Beispiel. Jeder sagt, dass Indien mit dem Camper scheiße ist. Du musst zum Beispiel da durch, wenn du irgendwo anders hin willst. Ne? So, und wenn dann halt auf der Weltreise, die die beiden jetzt zum Beispiel gemacht haben, dann halt auch mal vorkommt, dass sie Indien scheiße finden, weil Indien wirklich scheiße war und dass das durchs ganze Video zieht. Ja, warum sollen die das da nicht reinpacken halt, ne? So, das war die Realität. Warum sollen die da irgendwas vorheucheln oder es weglassen? Ist doch dann auch
auch falsche, verzerrte Realität. Ne? Das ist doch wichtig, dass auch das, mit was scheiße gelaufen ist, gezeigt wird. Ne? So, sie haben, die beiden haben dann zum Beispiel auch viele Videos, wo sie irgendwo Dinge zeigen, die schön sind und so weiter. Aber dafür hätte man da mal auf den Kanal gehen müssen, um es genau zu sehen. Und das ist bei ganz vielen Kanälen so. Ne? Das stört mich so sehr an dem Video. Oder bereitet euch einfach besser auf eure Reisen vor. Lest mal vorab einen Reiseführer. Ja, lesen macht Sinn. Ja, sich vorbereiten macht Sinn. Aber Theorie und Praxis sind auch oft weit auseinander. Und surft nicht nur im Internet. Da stehen leider nicht nur Wahrheiten. Mist. In Reiseführern auch nicht. Man muss halt möglichst viele Informationsquellen nutzen und dann dafür sich seine Quintessenz rausziehen. Halt, ne? Also wo steht schon die absolute Wahrheit? Bauen wir alle, auch ich, wenn wir unterwegs sind. Ich fahre auch mal rückwärts mit dem Fahrradträger gegen einen Strommast. Ja, passiert. Da hätte ich wohl einen Dreiteiler draus machen müssen. Viel wichtiger ist doch, wir haben den Fahrradträger zwischen zwei an der Straße stehenden Stahlträgern einfach wieder gerade gebogen und konnten damit dann weiterfahren, den ganzen Urlaub. Ja, ist doch aber super. Also wenn das in einem Video mit vorkommt, wenn er reist, also angenommen, er macht Reisevideos, weiß ich nicht. So, und in einem Reisevideo kommt das vor und man nimmt das als Thumbnail und als Videotitel oben mit drin. Das finde ich überhaupt nicht verwerflich halt, ne? Und man weiß ja, dass deswegen die Leute das Video eher anklicken werden. Und wenn das mit dem Fahrradträger 5 Minuten vom Video ausmacht und die anderen 25 Minuten, also das finde ich ja nicht mal irgendwie als Nicht-Mehrwert geltend. Natürlich hat das auch einen Mehrwert. Menschen gucken sich sowas einfach gern an, ne? Wenn anderen was passiert. Es ist so. Ne? Also das machen Menschen halt einfach gern. Ne? Zumindest ziemlich viele. Und dann gucken sie sich aber sehr wahrscheinlich auch ziemlich viel von dem Rest des Videos an und kriegen dann Eindrücke und Sachen mitzusehen, die sie sonst vielleicht nicht gesehen hätten, wenn das Thumbnail und der Videotitel vielleicht anders gewesen wäre, weil einfach das sich viel weniger Leute angeguckt hätten. Ne? Es hat also alles seine Vor- und Nachteile auch irgendwo. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, daraus ein, wir hatten einen Unfall, wie soll es jetzt weitergehen? Ja, das ist ja okay, das kann er ja auch gerne so machen. Also er muss das ja nicht so machen. Ne? Das sagt ja keiner, dass er das so machen muss. Aber das so als per se schlecht hinzustellen, dass das andere so machen würden, sehe ich nicht. Müssen wir abbrechen? Oh Gott, der Schaden ruiniert uns den Urlaub. Ja gut, der Schaden ruiniert uns den Urlaub, würde ich nicht reinschreiben. Aber wenn man einen Unfall hatte, finde ich das nicht verwerflich, das auch als Aufreißer für das Video zu nehmen, wie gesagt. Warum nicht? Warum solltest du dann eine scheiß Pusteblume nehmen? Oder wie du dir gerade ein Rührei machst als Videotitel? Natürlich nimmst du das, was die Leute... Ich verstehe das nicht, wie man... Das muss man doch als Zuschauersicht verstehen, oder? Natürlich wählst du als Content Creator das Thema in dem Video, wo es am wahrscheinlichsten ist, dass die Leute das Video anklicken und sich es anschauen. Ne? Du übertreibst es nicht übermäßig, du spielst es aber auch nicht runter. Ne? Das, was für dich wirklich problematisch war in dieser Video-Episode, natürlich nimmst du das. Du kannst es doch anders machen, aber dann brauchst du dich nicht beschweren, wenn keine Sau deine Videos anguckt halt, ne? Video draus zu machen. Ich meine damit ist nicht ihn. Ich kenne den Kanal sonst nicht. Wäre mir viel zu peinlich zu zeigen, was ich selbst manchmal für einen Blödsinn schaffe. Und also ich finde das zum Beispiel überhaupt nicht peinlich. Ne? Also ich fände es eher peinlich, wenn ich, wie gesagt, in meinen Videos nur zeige, wie bei mir alles immer super klappt und ich das weglasse, was scheiße läuft. Ne? Also ich will ja nicht von mir eine Figur im Internet konstruieren, die so weit von der Realität weg ist, wie die Erde von der Galaxie Andromeda, sondern es ist doch mein Bestreben als Mensch, gegen die eigene innerliche Schwäche anzukämpfen, sich immer nur im besten Licht darstellen zu wollen, sondern auch einfach mal die Ehrlichkeit, also wie soll ich sagen, da gibt es so einen Spruch, why so serious, also sich selbst nicht so ernst zu nehmen und halt auch das mit zu zeigen von sich, wie man halt einfach wirklich ist. Ich in dem Fall manchmal ein Tollpatsch, ein Trottel, ein Idiot, ne? Ein Arschloch, so wie ich halt wirklich bin. Ne? So wie das bei mir hier klingt, so von ihm ist es für ihn sein Anspruch, eher das zu zeigen, was gut geklappt hat. Und wenn nach dem Motto, wie er gerade sagt, ich würde mir doch viel zu doof vorkommen, mich so zu zeigen. Ja, aber wenn es so war, warum nicht? Ne? Was ist daran so schlimm, mal zu zeigen, wie es irgendwie scheiße gelaufen ist halt, ne? Was daran so schlimm, ne? Natürlich nicht nur, aber die Realität halt zeigen, was geil war, geil, was scheiße war scheiße und das in einigermaßen gleichmäßigen Gewichtung. Da sehe ich die Verantwortung drin von Video-Creatoren und nicht im Kern, im Thumbnail und im Videotitel. Und noch schlimmer, der Rest der Welt denkt doch, was für Idioten sind wir Camper? Woher weiß er, was der Rest der Welt denkt? Sorry, woher weiß er, was der Rest der Welt denkt? Eigentlich. Denkt da mal einer von euch drüber nach? Ja, darüber denken wir nach. Aber wie gesagt, das, was du ja in dem Moment halt nicht mit siehst, ist, dass am Ende das Video entscheidend ist und nicht,
maßgeblich das, der Titel und das Thumbnail. Das ist nur der Aufreißer, warum die Leute es anklicken. Der Inhalt des Videos ist am Ende das maßgeblich entscheidende Ding, wie am Ende in dem Fall Camper Vanlifer dastehen. Ne? So der Inhalt des Videos. In welches Licht ihr euch und uns andere Camper so stellt? Sind wir alle zu doof, die Welt zu schlecht und überall ist nur Gefahr und Glaube ich nicht, dass das so dargestellt wird. Ne? Glaube ich nicht. Wie gesagt, wenn man mal in die einzelnen Kanäle reinguckt, und ja, es gibt Ausnahmen, bei denen es wirklich schrecklich ist, glaube ich nicht, dass es so ist. Und nicht nur, wenn man nicht nur auf die Videotitel und auf die Thumbnails guckt, sondern wenn man sich auch die Inhalte anschaut, wenn man sich die Videos anschaut. Verbrechen? Die Wirklichkeit sieht doch ganz anders aus. Wir Camper machen doch unsere Die Welt sieht doch in Wirklichkeit ganz anders aus. Also zum Beispiel Indien bei Lauren Mariano, was in seiner Liste mit war. Ne? So, Indien ist scheiße, das wissen wir nun mittlerweile von allen, die wir getroffen haben. Und wir werden es selber auch erleben. Wir fahren trotzdem hin. Und ich werde auch dann in den Videos sagen, dass Indien scheiße ist. Weil Indien scheiße ist mit dem Camper. Also Indien ist nicht an sich scheiße, aber Indien mit dem Camper ist scheiße. Es gibt kaum jemanden, der sagt, dass es nicht scheiße ist. Ne? Von denen, die wir getroffen haben, und guckt euch die Vanlife-Videos an. Ne? Da kommen nachts um zwei die Inder in dein Auto und so weiter halt. Ne? So. Und wenn man das in einem Video zeigt, ist das doch dann einfach die Realität so. Ne? Also bei den beiden war es dann einfach so die Realität. Ne? Und dann darf man das aus meiner Sicht auch so darstellen. Traumurlaube selbst sind unser eigener Herr, können machen, was und wann und wie wir es wollen. Und auch das, was er gerade sagt, dass ganz viele, auch wieder, muss ich dann Lauren Mariano sagen, oder auch wir in unseren Videos, tun auch immer mal wieder mit erwähnen, was für ein Privileg man hat und so weiter. Und so. Aber guck mal, da gibt es doch das Beispiel. Wir alle wissen, dass wir sterben werden. Wer von euch lebt wirklich so danach, als könnte jeder Tag der letzte sein und so weiter? Ne? Also bei den allermeisten Menschen, so wie sie ihr Leben leben, und da schließe ich mich nicht aus, hat man nicht das Gefühl, dass die wissen, dass die bald tot sind und bald kann 20, 30, 40, 50 Jahre sein. Ne? Also das ist keine lange Lebenszeit. So. Wer lebt aber wirklich danach? Ne? Was ich damit sagen will, ist, unser Gehirn erschafft immer die Probleme auf der Ebene, in der man lebt. Und es fühlt sich dann auch gleich problematisch an. Was weiß ich, wir haben zum Beispiel Beziehungsprobleme im Auto, ich und Milka. Es fühlt sich halt dann einfach problematisch an und es ist nicht mit einem Schalter und mit einem Schnipp abzuschalten. Halt, ne? Weil es halt für uns wirklich in der gelebten Realität in dem Moment problematisch ist. Und natürlich kann sich das verschieben, wenn jetzt zum Beispiel einer krank werden würde, würden die Probleme einmal keine Rolle mehr spielen, weil es gibt ja ein neues Problem, was viel, viel schlimmer ist. Aber wenn das halt in dem Moment gerade nicht da ist, hilft nicht das Gedankenspiel, solche Probleme permanent loszuwerden halt. Ne? Also, was ich damit sagen will, ist, er bringt hier zum Ausdruck, als wüsste er, was echte Probleme sind und was nicht echte Probleme sind. Und meint, glaube ich, entscheiden zu können, sagen zu können, das ist Quatsch bei denen, was da passiert ist halt. Ne? So, das ist gar nicht echt gewesen oder war gar nicht richtig schlimm. Für die war es vielleicht schlimm. Also, das muss man dabei auch immer noch mit irgendwo betrachten. Ne? Also, okay. Ich glaube, das war mal eine gute Gelegenheit, um da jetzt auch mal, wir gucken nochmal, was er zum Rest dafür sagt. Sind wir sauber unterwegs und höflich und freundlich, bekommen genau das auch von den Einheimischen zurück. Genau das, was wir geben, und das ist doch in den allermeisten Fällen Freundlichkeit. Und auch das wird in den Reisevideos von Laura und Mariano und bei uns dann zum Beispiel auch, werdet ihr sehen, in den Videos auch immer wieder erwähnt, wie super die Menschen sind und so weiter halt. Ne? Also das muss doch deswegen dann auch nicht Inhalt, das ist doch dann deswegen trotzdem auch Inhalt in den Videos. Es macht aber keinen Sinn, als Thumbnail und Videotitel zu nehmen, die Menschen sind freundlich. Das macht keinen Sinn. Das guckt sich keine Sau an. Das heißt, am Ende sehen unterm Strich viel weniger Menschen auf YouTube was von den freundlichen Menschen oder kriegen davon mit, wie freundlich die Menschen im Iran zum Beispiel sind, wenn der Videotitel ist, die Menschen sind freundlich. So, hast du aber einen Videotitel, wo dir der Mond um die Ohren geflogen ist und du nimmst das, ne, dann sehen viel mehr Leute das Video und kriegen auch viel mehr von der Freundlichkeit der Menschen mit. Ne? Also, der Inhalt ist entscheidend. Ne? Das fehlt mir hier komplett bei seiner Argumentation. Und Goodwill. Und wenn was nicht klappt, ja, dann helfen wir uns halt selbst oder gegenseitig. Das ist doch Vanlife. So, und jetzt kommt ihr. Schreibt Kommentare, vielleicht bin ich zu kritisch oder ich bin einfach aus der Zeit oder genauso doof wie die anderen. Was heißt zu kritisch? Ich finde es einfach, es ist ein Auskotzvideo, ja, aber es wurde nicht ausreichend gut aus meiner Perspektive differenziert halt. Ne? Es ist zu einseitig einfach. Ne? Die meisten werden ihm natürlich zustimmen, bin ich mir sicher. Und bei mir werden die meisten wahrscheinlich sagen, hey, du hast doch eine Macke, jetzt ist mit Clickbait ist ein Problem. Kann ich alles verstehen. Also ich bin ja halt auch ein Creator. Ne? Die allerwenigsten sind Creator da draußen, die meisten sind Zuschauer. Und ich glaube,
Also es sind schon einige valide Punkte bei mir dran, ne? Wenn ich zum Beispiel sage, dass das in uns Menschen drin steckt, dass wir gerne auf Trauma klicken und weniger auf den schönen Berg und so weiter. Und ich glaube, das kann jeder, das können die meisten von euch auch in euch sehen, ne? Und bitte, bevor ihr dann sowas immer kritisiert, schaut ein bisschen mehr über den Tellerrand und versucht auch mal die andere Seite zu verstehen von den Leuten, die die Videos machen, ne? Und nicht nur so einseitig, indem die wollen nur Klicks machen und so weiter und die wollen nur Geld verdienen und so weiter. Es ist ein bisschen komplexer. Natürlich willst du dein Haus, wenn du es verkaufst, in der Anzeige im besten Licht dastehen lassen oder möglichst in der Realität dastehen lassen und nicht im möglichst schlechten halt, ne? Also macht halt keinen Sinn, ne? Also das war blöd. Du willst natürlich für dein Video, ich habe es schon ein paar Mal in dem Video gesagt, du willst halt natürlich für dein Video, nimmst du doch den Punkt, der am interessantesten sein könnte für die Leute als Aufhänger und nicht das, was am uninteressantesten ist. Das darf man dabei nicht vergessen. So, das war jetzt frei von der Leber gesprochen. Ich werde dafür wieder ordentlich aufs Maul kriegen, ich bin mir sicher. Ich werde es auch nicht schneiden, auch in ein paar Punkte, die jetzt drin sind, wo ich mir denke, okay, das könnte man eigentlich rausschneiden und so weiter. Habe ich mich schlecht ausgedrückt und so weiter. Das gibt es halt auch. Ich bemühe mich, irgendwie differenziert auszudrücken, versuche immer wieder zu betonen, dass ich aus meiner Perspektive rede. Es gelingt mir nicht immer. Es ist halt ein Prozess, man arbeitet halt auch an sich selbst so, ne? Und von daher, schreibt gerne mal in die Kommentare unten rein, was ihr davon haltet, macht ihr sowieso. Und ansonsten bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.